Herzlich willkommen zum Smalltalk, zum politischen Smalltalk mit eurem Medienkanzler. Es geht jetzt darum, heute in der Sendung an alle, die 1989 geboren wurden, die gar keinen Plan haben von 1948 nach der Wende, wie hart es hier zuging. An alle, die 1989 geboren sind, ich weiß, als Vater von Kindern, die im Jahre 2000 geboren sind, die jetzt 16 sind. Aber trotzdem, ich muss einfach mal als Medienkanzler öffentlich auch den Medien, vor allen Dingen den Medien, hört auf, uns Älteren, die nach 1949 geboren, die wirklich hier in diesem Westen und die anderen, die im Osten groß geworden, die Mauer erlebt haben, die Mondlandung erlebt haben, die Cassius Clay erlebt haben, also wir, die nur 3 Fernsehprogramme hatten, in Schwarz-Weiß. Es wird Zeit, dass der Öffentlichkeit klargemacht wird, dass nicht ein 24-Jähriger der Kanzlerin, Frau Angela Merkel, etwas gegen die AfD auf den Weg bringt und ihr erklärt, wie man die los wird. Seid mir bitte nicht böse, 1989 geboren, hat weder die Wende, weder die Mauer, weder 40 Jahre erlebt, wie es wirklich zugegangen war. Wir, die nach 1949 geboren, wir, die die Wende von 1948 erleben durften, lebten mit Menschen zusammen, die 1900 geboren, 1920, 1930, vor allen Dingen 1900 und vor allen Dingen 1920 geboren wurden. Die 1900 geboren, die dann auch jung waren, 14, 18, ja, und durch Schlamm mussten und verheizt wurden. Die 1920 geboren, die 33, 45 durch den Schlamm mussten und so weiter und so fort. Verherrlichung, man kann nichts verherrlichen, es war Geschichte und es ist Geschichte. Ein Römer müsste an sich auch jeden Tag eine Klatsche kriegen als Italiener. Was die alles 1000 Jahre gemacht haben mit ihren Sklaven, Hinrichtungen und so weiter und so fort. Leute, werdet wach. Warum die Medien auf diesen sogenannten Jugendwahn, auch in den YouTuberwahn verfallen sind, weiß der Medienkanzler auch keine Antwort. Der Medienkanzler mag sein, ist eine imaginäre Figur. Aber in der Realität betrachtet, ist es richtig, mal den Lauten zu machen. Es kann nicht sein, dass Jugendliche ab 89 geboren uns einen ansagen, egal wo. 89 geboren als Banker erzählt uns irgendwie, irgendwo und so weiter. Oder in der Rechtsbarkeit, in der Jura und so weiter. Erzählen uns da ein, keine Ahnung, wo wir Wissen haben, aber wir, die nach 49 geboren haben, auch ein Wissen. Und dieses Wissen hat sich nicht verändert. Nur weil wir 79 zum Beispiel die Pixelväter der Meinung waren, eine sogenannte Elektronik auf den Weg zu bringen. 1969, besser 1966, wurde schon das 3D mit uns erfunden. Ja? Man hatte Fernsehen, man hatte Bildungsfernsehen in den 60ern und 70ern. Heute, im Jahre 2017 nach der Wahl, wo jetzt die AfD bzw. die Nazis wieder im Reichstag sind. Was soll denn das? Was da abgelaufen ist, ist an sich, ein Bürger hat sich zur Wahl gestellt, um eine bürgerliche Sache nach vorne oder nach hinten zu bringen. Also hat sich ein Arbeitsplatz generiert. Durch seine Immunität, die er erhalten hat, sobald er gewählt und auch bestätigt, kann er tun lassen, was er will. Auch die Frau Merkel. Frau Dr. Angela Merkel kann tun lassen, was sie möchte. Auch die anderen Minister können tun lassen, was sie möchten. Ob sie einen in die Fresse hauen wollen oder nicht. Frau Nahles ist halt von der Schule gekommen, hat noch nie gearbeitet etc. pp. Sollte an sich nicht so sein, denn in unserer Zeit, wo wir geboren, nach 49, waren die Leute, die da, auch Herr Adenauer, haben vorher gearbeitet oder waren im Exil oder haben andere schwere Sachen durchmachen müssen und haben dann versucht, die junge BRD wieder nach vorne zu bringen. Damals, nach 49 und 53, die schlechtesten Ergebnisse jetzt erzielt, im Jahre 2007, was soll der ganze Quatsch? Wir sind jetzt hier, jetzt haben die Schwarzen 30.
Die Roten haben 20, Magenta hat 10, die Grünen haben 9 und die Blauen haben 14 oder 13, je nachdem wie ihr auszählt. Jetzt ist das so. Punkt, fertig, aus. Wir haben noch nicht 4 Jahre später. Haben wir nicht, ist nicht. So. Wenn wir 2020 und danach wieder wählen, sieht die Welt anders aus. Keine Ahnung, ob die Herren Trump und Co. sich noch mögen. Bis dahin ist auch ein Herr Trump abgewählt oder neu gewählt, je nachdem. In Korea fliegen die oder fliegen sie nicht die neuartigen Waffen, ja oder nein. Eine mögliche Zukunft, davon sprechen wir, nach der Wende 1948. Wir haben eine Zukunft gehabt bis 1970. Bis 1979 haben die Väter das Sagen gehabt. Die Väter haben gesagt, die Frau geht arbeiten oder geht nicht arbeiten, das Kind und so weiter. Solange du die Füße unter meinem Tisch hast, hast du zu parieren. Das war Prolog, Monolog, Dialog. Heute sind wir frei. Heute sind wir online. Heute tun und lassen wir, was wir wollen. Hasstriaden nur unter ein Video gesetzt, nur weil einer die Wahrheit oder nicht, dass die Wahrheit gesagt hat. Die Wahrheit endet bei sehr gut. Weil die Wahrheit gut ist. Aber das Unendliche ist im Erzeugen des Bösen. Unendlich ist das im Erzeugen einer Behauptung. Die Behauptung in der heutigen Zeit ist die Wahrheit. Und was nicht stimmt, weil sie überhaupt keine Rechtsgrundlage hat. Es ist nur eine Behauptung. Fiktion, auch in den Medien, vor allen Dingen in den Online-Medien, ist natürlich gestiegen, hat auch seinen Sinn. Man will sie ja nicht so haben wie die Realmedien. An alle Jugendlichen, die ab 89, besonders ab 2000 geboren wurden, bitte glaubt nicht alles. Bitte hinterfragt und schaut es euch an. Bitte sprecht auch mit euren Eltern. Und tut nicht so, als Pubertiermonster im zweiten deutschen Fernsehen sich so da zu benehmen. Kein Pubertärmonster benimmt sich so wie im zweiten deutschen Fernsehen in der Sendung Das Pubertier. Guckt keiner, interessiert auch keinen. Deswegen wird auch viel Werbung gemacht, damit man sich das anschaut. Nur was man da sieht, ist eine Göre. Eine Göre ist kein Mädchen in der heutigen Zeit, eine Göre ist eine Göre. War schon immer eine Göre, ob früher oder Mitte oder heute oder damals. Wichtig ist, und das sagt der Medienkanzler jetzt hier und öffentlich, der auch 1969 die Idee hatte mit Online. Datenhighway, so hieß es. Mit Zuhilfenahme von Maschinen. Man sprach in den 60ern so. Heute ist alles im Klo. Du kannst auf der Toilette alles tun, was du vorher nicht tun konntest, nämlich auf online gehen. Ja, heute kannst du von mir aus beim Kacken zuschauen, wie der Köttel automatisiert Live-Schaltung irgendwo hindackelt. Von mir aus rennst du auch hinterher. Live geschaltet, den Köttel mit Spezialkamera und dann rutscht er da weg. Zum Beispiel bis zur Kloake. Das ist heute, was wir können. Wir können heute fast alles. Wir setzen eine Mikrokamera auf unsere kleine Eisenbahn und dann sieht man die Miniaturwelt. Zum Beispiel. Die Technik ist ausgereift, aber die Technik ist gar keine Technik, sie ist uralt. Die Technik von heute basiert immer noch auf zwei kleine Klingeldrähte. Zwei kleine Klingeldrähte sind immer noch Internet. Das sind die wertvollen Kupferdrähte der Telekom, 15 Meter in einem Haus. Ja, die letzten 15 Meter der Telekom sind Klingeldrähte. Wenn man diese Klingeldrähte zusammenwuselt, hat man Internet. Durch einen Router, wo auch eine kleine Elektronik drin ist, die man durch diese beiden Klingeldrähte programmieren kann. Nennt sich Software. So, die Software lässt sie manipulieren. Durch diese Manipulation entstehen Behauptungen. Und die Behauptungen müssen erst belegt werden. Man geht der Router nicht. Dann geht das Telefon nicht, dann geht das Internet nicht, dann geht WLAN nicht. Ja, man soll immer neu kaufen. Kaufen sie neu, weil sie was Neues haben. Falsch. Man muss sie nur richtig konfigurieren. Klappt nicht immer. Muss man an LAN, also ans Kabel. Die heutige Technik ist an sich die alte Technik, nur modernisiert. Und das Lustige an der Geschichte ist, man wartet nicht mehr so wie früher. Man hatte ja früher diesen Download-Balken, da konnte man den Weg spazieren gehen, bis dann etwas down oder abgeloadet war. Heute geht alles ratzfatz. Lustige Geschichte ist natürlich, wenn das Smartphone funktioniert, wenn das Tablet funktioniert, aber der Laptop plötzlich nicht. Dann steht man da, man
sucht 802.11.N.N.B. oder so weit oder so fort und konfiguriert und so weiter und so fort. Dennoch, der Laptop will nicht. Die Frage lautet, warum will er nicht? Gestern wollte er noch. Ja, gestern wollte er noch, aber heute ist ein neues Update, da will er nicht mehr, der Laptop. Ja, weil Android eine andere Sprache spricht, wie iOS oder BIOS oder DOS. Also die Sprache der Computer hat sich verändert. Man will kein Flash mehr, man hat jetzt HTML und so weiter und so fort. An sich hat sich nichts geändert. Immer noch zwei Klingeldrähte, die den Computer ansteuern oder Maschinen ansteuern und kein Glasfaser. Also wer Glasfaser bis in der Wohnung hat, der kann sich natürlich glücklich schätzen. Aber kaum einer hat Glasfaser in der Wohnung, sondern Kupferkabel. Und an der Box, wo angekommen ist, das Kupferkabel, wird es abgeleitet in die Daten, beziehungsweise in den Datenhighway Glasfaser. Also noch einmal, meine lieben Freunde, 1989 geboren, hört bitte auf, von irgendwelchen schwarzen, was weiß ich, braunen zu sprechen. Ist nicht gut. Es ist nicht gut. Die Vergangenheit möge ruhen, weil es ist Geschichte. Es ist wirklich Geschichte. Sonst müssen wir wirklich 2000 Jahre zurück, vor Christus, nach Christus. Und dann müssten wir die ersten Tage nach, oder beziehungsweise die ersten Tage vor Christus, mal unter die Lupe nehmen. Ja? 30 Jahre lang. 35 Jahre lang. Wer weiß, wie alt er geworden wirklich. Die Bücher sind erst 600 Jahre später geschrieben. Aber machen wir nichts draus. Ja? Ein Kaiser hat das tausendjährige rausgesucht, weil er unbedingt wollte. Und die Uhrzeit stimmt weder das Jahr stimmt, weder die, was weiß ich, stimmt hier. Wenn man mal richtig zurückspringt. Wenn man richtig zurückspringt, hier stimmt man nicht. Warum stimmt er nicht? Aha, weil er oder die, der Kaiser und so weiter. Und dann alle. Weder eine Frau Merkel, Oppermann oder Schulz oder so. Das sind keine Übermenschen. Das sind ganz normale Bürger. Ganz normale Bürger, die sich Politik zu machen für den bürgerlichen Raum. Ihr glaubt es kaum, wir sind alles Bürger, nur die haben Immunität in diesem Moment, 4 Jahre lang, oder es wird zwischendurch aufgehoben, so wie bei Frau Petri, die es geschafft hat, ihre Insolvenz von 800.000 Euro mal eben verschwinden zu lassen. Die hat keine, sie ist frei. So, sie ist nicht mehr da, sie macht die Blauen. Auf eine Art können wir uns freuen, wenn die CSU durch die Blauen salonfähig würden. Der Herr Strauß würde sich sicherlich freuen, wenn endlich die CSU in allen 16 Bundesländern vertreten wäre und nicht nur in München. Ja, wäre eine tolle Geschichte, aber nur für die, die Ahnung haben. Ich rufe auch nur die auf, die von 49 angefangen haben zu leben und heute versuchen, da ihre Kinder im Zaum zu bekommen. Und die, die 1989 geboren, uns einen erzählen, wo es lang geht, was wir zu denken haben, wie wir zu denken haben. Wenn ich mit manchen spreche, sage ich, lass sie doch, wir waren doch genauso. Naja, so genauso waren wir nicht. Ja, wir waren 66 auch auf der Straße, 68 etc. Ja, die 68er Bewegung. Aber dennoch, ja, die Bewegung war immer, aber nicht so. Ja. Rudi Dutschke hat sehr gut gearbeitet, muss ich sagen, und die anderen auch. Und so weiter. So, einiges wird jetzt 50 oder sogar 100 Jahre und das ist Geschichte. Es war Geschichte. Es war eine dunkle Geschichte. Es war eine sehr dunkle Geschichte. Und es war Geschichte. Aber wichtig ist, wir haben 40 Jahre DDR und wir haben 40 Jahre BRD. Und damit stellt sich die Frage, hat jetzt die DDR uns übernommen oder hat die BRD sich freigemacht? Die Frage steht wirklich im Raum. Denn jetzt gibt Honecker im Fernsehen, er ist wieder da, war im Fernsehen, also Kino erst und dann Fernsehen. Also jetzt kommt die Honecker-Geschichte, jetzt ist der Honecker wieder da, vorher war Adolf wieder da. Und ja, viele Sachen, sogar Cobra 11 mit seinem Startfernsehen da, mit dem Start. Bei RTL war ja auch mit Panzer und DDR, da sollte auch die DDR, da war der Sohn von Honecker plötzlich. Also im Moment werden wir so ein bisschen auf die DDR getrimmt. Wenn wir ehrlich sind, könnte es sein, dass wir irgendwann mal die DDR 2.0 mit Stasi 2.0 bekommen. Aber das wisst ihr auch nicht aus dem Jahre 1989 Geborenen. Ihr wisst überhaupt nicht, was ein kalter Krieg war, ja, in den 60ern
und wie kalt und wie gefährlich alles war und wie die hohen Herren sich da bekriegt haben. Und ihr wisst auch nicht, es digitalen Geldes, davon hört ihr, aber ihr wisst aber nicht, wie es entstanden, 1979, durch den Amerikaner, ja, durch den, der unbedingt Panzer haben wollte, der Herr Nixon mit seinem Watergate-Affäre, ja, auch mal klarstellen, der Herr Reagan war auch einer, der von der Mafia gesponsert wurde, zum Beispiel, also die wilde Zeit von 49 bis 89 kann uns keiner nehmen, es war wirklich eine wilde Zeit. Und nach 1989, nach der sogenannten Wende, bis heute, ja, aber es kann nicht sein, dass ausgerechnet die, die weder den Mauerfall, weder den Mauerbau, weder die Geschichte im Hauch, also die Halbtrümmer, die hier noch lagen in den 50, 60er Jahren, hier einen erzählt haben, wie sich das Fernsehen dann so langsam nach vorne, wie aus 3 Programme 88 mehr Programme wurden, also... ja, und? Sind alle weg? Sind alle weg? Ist doch keiner mehr da. Also, noch einmal, an alle, 1989 geboren, sagt nicht an uns, die nach 1949 geboren, wo es lang geht, wo wir hinkacken oder, ne, wo wir hin sollen. Ne, wo wir waren, habt ihr noch nie hingerochen. Den Ort habt ihr auch nie gesehen, weil den gibt es nicht mehr. So, nicht ein Deutscher ist einer. Er war auch keiner. Es waren gewisse Leute, die waren. Die waren brutal. Und die waren so brutal, dass der Rest gesagt hat, mein Leben ist mir lieber, wie das. Die Welt brennt schon, das reicht mir schon. Ich muss auf meine Familie warten, die vielleicht gar nicht zurückkommt. Und so weiter und so fort. Es war eine Knallerzeit. Eine knallharte Zeit. Aber aus dieser knallharten Zeit, nach 1949, nach der Wende 48, kam das, was wir heute haben. Es hat sich gar nichts verändert. Es ist nur moderner geworden. Nur moderner. Das Problem ist es nur, dass wir heute jeder mit jedem endlich in einem Zimmer geistig an unserem Monitor sitzen können. Ja, wir machen unser Smartphone an, ja, und dann geht die Post ab. Und schon sehen wir live oder YouTuber oder bei Facebook oder. So, wir sind endlich vernetzt. Aus Industrie 3 wurde nun Industrie 4. Und die Zwangsdigitalisation ab dem 10.10.2017. Und die Telekom hat gesagt, ja, wir machen das, wir nehmen diese Herausforderung an. So, und diese Herausforderung kostet richtig Zeit und Geld und nervt auch ein bisschen, weil kommt der Blackout, dann geht gar nichts mehr. Und dann wird uns einer, der nach 1989 geboren, nicht erzählen können, was wir schon längst wissen. Denn wir können nämlich ruckzuck, wir die Alten und sehr Alten, können ruckzuck alles wieder aufbauen. Nicht wie die nach 1989 geboren und nur mit dem Handy, Smartphone und Co. durch die Welt rennen. Ja? So, wollen wir mal klarstellen. Ja? Lassen wir mal so im Raum. Euer Medienkanzler hatte einfach mal die Schnauze voll, sich den ganzen Tag sich das anzuhören. Ich habe nichts gegen Jugendwahn, wirklich nicht. Weil die Medien verkaufen euch doch, die kochen euch doch ab. Aber das ist eure Sache. Ja? Wir hatten unseren Wahn nach 49, wir hatten unseren Dutschke, wir hatten, also im Osten hatten wir den Dutschke, hier hatten wir andere. Wir hatten hier unsere 66 Frauenbewegung, wir hatten 68 restliche Bewegung, 1979 wurden wir alle frei, 1979 wurden wir so frei, dass wir endlich frei sind, tun und lassen zu können, was wir wollen. Ja? So, und heute schreibt man Ehe für alle, demnächst können auch Tiere heiraten, wenn sie gut grunzen können. Ja, ist so. Ehe für alle, ja, dann kannst du einen Esel heiraten, ein Pferd heiraten, je nachdem, wo du drauf Bock hast, wenn das Pferd noch richtig wird, ja, ne? Wenn das so weitergeht in eurem Jugendwahn. Aber egal, man könnte auch sagen, Herr Welke mit seiner ZDF-Heute-Show, der war schuld, dass er die AfD gewählt, dass wir alle die AfD gewählt haben. Wir alle haben die AfD gewählt, ne? Ne, 13%, aber egal. Wir, die 87% es nicht taten. Ja? Wir regen uns auf, dass 13% es taten. Ja, zum Beispiel, ist auch so eine Marotte der Medien. Ja? In Wirklichkeit
sollte das gar nicht sein, dass sich irgendeiner aufregt. Denn jeder ist frei, jeder hat ein Persönlichkeitsrecht und jeder hat eine Meinung und jeder sollte sich mit jedem irgendwie auf irgendeine Art, auf irgendeiner Ebene treffen und dort mal drüber nachdenken, was denn da abgelaufen ist, wieso das passiert ist, was passiert ist. Aber nicht so tun, dass 24-Jährige der Frau Merkel erklären oder der Frau Merkel auf den Weg bringen, wie man gegen die AfD vorzugehen hat. Meine lieben Freunde, was soll das? Die Frau ist über 60, soll sie von einem 24-Jährigen leiten lassen? Wie bekloppt ist das denn? Irgendwann ist Schluss.